Mad World. Nee, nicht die, sondern Englisch Mad, also wie verrückt, wahnsinnig, sauer, böse, irre. Mad World auf der Wii. Auf den ersten Blick möchte man sagen, geil, farblich nur schwarz, weiß und rot, das ist ja wie in Sin City und zudem spielt es noch in einer alten Großstadt, die zum Knast gemacht wurde, wie in den guten alten Badass-Filmen. Allerdings auf den zweiten Blick leider nicht mehr geil, weil dann zockt man erst etwas länger und merkt, das Spiel besteht nur aus einer einzigen Sache, Gegner zur Wurst zu verarbeiten, immer und immer und immer wieder, mit denselben Moves und denselben Bewegungen, Wurst, 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 Wurst. Mein Name ist Igor Kaminski, ich bin Fleischergeselle seit 1995. Ich mag Mad World, da ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und auch umgekehrt. So kann ich auch nach der Arbeit wieder alles zur Wurst machen, von früh bis spät, wie am Fließband. Und das finde ich geil. Klar, einseitiges Gameplay hatte diese Art Spiel schon immer, aber die anderen Vertreter ihrer Art bieten auch mal optische Abwechslung, einen guten Soundtrack oder zumindest mal einen gewissen Flow, der zum Weiterzocken einlädt. Mad World hingegen fühlt sich so an, als hätte man nach einer Stunde schon alles gesehen und wer noch ein paar Stunden weiterzockt, merkt dann, er hatte damit recht, leider. Alles in allem begeht Mad World trotz originellen Setting das spielerische Höchstverbrechen, Langeweile. Fertig, aus, Ende.